Orion. So schön. Ja, ich finde sie nicht ganz so schön. Moin Leute, was geht? Willkommen zurück auf dem Kanal von Klatschi mit einem neuen Video. Und zwar geht es heute um das Thema, wie ihr schon im Hintergrund sehen könnt, vielleicht die Orion-Tarnung in MW2. Es ist ein Grind gewesen. Nicht für mich, denn das ist der Account vom lieben SharkyZM. Aber ich sag mal trotzdem, auch Grind kann man das gar nicht so wirklich nennen, denn es ist eigentlich relativ einfach, dorthin zu kommen, diese Waffentarnung freizuschalten. Was ich schon mal auf jeden Fall schöner finde, ist, dass die Waffentarnung auf jeden Fall schon viel, viel mehr animiert ist, denn vor Season 1, Leute, es war so minimal, es war wirklich minimal, dass dort sich überhaupt etwas bewegt hat. Aber ich persönlich muss trotzdem sagen, sie sieht zwar gut aus von den Farben her so an sich, aber mir fehlt da trotzdem noch irgendetwas. Also da fehlt wirklich irgendetwas. Ich kann es euch nicht sagen, was da fehlt, aber es fehlt einfach irgendetwas. Wie oft soll ich es jetzt eigentlich noch sagen? Digga, Mann, komm. Es ist schon wieder lange her, es ist schon wieder spät und ja, Leute, ich werde alt. Aber ich sage euch, wie es ist. Ich persönlich würde vor Orion, würde ich Polyatomat ziehen auf jeden Fall, denn ich finde, die sieht einfach fresh aus. So, das ist einfach so eine richtig clean Tarnung, Leute. Aber wir sind ja heute hier für das Thema Orion. Jetzt gehen wir mal rein. Wir spielen die Fennec. Ich werde euch auch noch ein Video machen über die Fennec, wie ich sie spiele. Denn ich finde sie ultra krass, diese Waffe. Die macht Spaß. Die ist richtig gut, Alter, Leute. Die geht ab wie ein Zäpfchen. Die sprüht überall durch. Die ich nach einer langen Silvesternacht. Ja, okay, anderes Thema. Leute, viel Spaß mit dem Video. Und falls euch dieses Video natürlich gefallen sollte, könnt ihr gerne diesen Kanal kostenlos abonnieren, um mich zu unterstützen. Aktiviert die Glocke, um nichts mehr zu verpassen. Lasst gerne ein Like da. Schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr von dieser Tarnung haltet. Wie ihr den Grind findet, ob der euch zu einfach ist, ob der euch zu schwer ist. Denn für mich ist es das erste COD mal wieder, wo ich wirklich sagen kann, es macht mir Spaß. Aber der Grind fehlt trotzdem irgendwie. Also da fehlt dieser, keine Ahnung, da war MW19 war da sogar besser. Aber MW2 ist jetzt mal wieder ein Call of Duty, wo ich wirklich viel spiele, also wirklich viel spiele. Und jetzt gehen wir einfach mal rein, Leute. Schauen uns das Ganze einfach mal im Spiel an. Und let's go. So, wir nehmen die Fennec. Es sieht schon schön aus, Leute. Kann man ja nicht drüber meckern, von den Farben her, wie gesagt. Aber mir fehlt ja trotzdem irgendwas. Das muss irgendwie ein bisschen mehr animiert sein oder so. Was ist denn, Alter? Achso. So. Ich sage euch jetzt schon mal, es wird kein geiles Gameplay werden, denn, wie soll ich das sagen? Ist halt ein anderes Skill-Level, was ich hier spiele gerade vom lieben SharkyZM. Und deswegen, ich werde ja auch nicht Runden verlassen, nur weil die Runde gerade schlecht läuft oder so. Denn ich will seine KD auf jeden Fall nicht verhauen, dass ich sage, alles klar. Ich gehe raus, nur weil die Runde scheiße läuft. Hier dahin campt einer. Scheiß drauf, Mann. Wir wollen einfach nur ein bisschen, wie sich es anfühlt, mit dieser Waffentarnung zu spielen. Ey, es kann doch nicht sein, die sitzen in jeden Ecken hier rum. Was sind denn das für scheiß Camper, Alter, Mann? Ey, lass mich doch bitte mal etwas spielen. Das kann nicht sein. Mann. Aber egal, Leute, es ist egal. Ich will euch einfach nur die Tarnung mal ein bisschen zeigen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe jetzt eine ganze Woche kein COD mehr gespielt. Hör auf zu heulen, du kleiner Denn ich musste leider wieder arbeiten gehen. Seltsam. Du wirst hier nicht sterben. Ist halt. Man verlernt es zwar nicht, es ist wie Fahrradfahren, aber es ist trotzdem irgendwie anstrengend, muss ich sagen, tatsächlich. Ich hab's gehört, aber ich hab's ignoriert. Guck ihn dir an. Glaub's nicht, der ist jetzt schon wieder. Ey, ich spiel mit allem, was scheiße ist. Boah, ich hab noch so einen richtigen Reizhusten, Leute, Alter. Diese scheiße Winterzeit wieder. Ich meine, es wäre geil, wenn's richtig Winter wäre halt, ne? Also wenn wir auch vernünftig Schnee liegen hätten und sowas. Aber das haben wir halt nicht. Es ist halt einfach nur scheiße kalt und so, also nass kalt draußen auf jeden Fall. Nee, da gehe ich nicht lang. So richtig nass kalt und so. Ich weiß ja nicht. Ah, guck mal, der campt da die ganze Zeit im Hardscope drin, der kleine. Alter. So, haben wir einfach nur reingehalten, weil was soll ich machen, Leute? Was soll ich machen? Sagt es mir, was soll ich machen? Guckt es euch an, Mann. Er campt, er wirft eine Samdex. Also werfen wir jetzt einen Samdex zurück.
Oh mein Gott, was war das, Leute? Oh. Holy shitty, yeah. Ey, Mann, er mit seinen Klassamin hier. Guck mal, er kämpft ja immer noch. Ich fasse es einfach nicht, Leute. Ich fasse es einfach nicht. Aber egal, Leute. Wir haben Spaß einfach, okay? Denkt nur mal dran. Wir machen einfach so, als wenn... Wir tun einfach so, als wenn alles das Beste wäre, was uns je passiert ist. Und die Leute spielen vernünftig auf jeden Fall. Und wir müssen uns nicht aufregen. Und... Ach, vergiss, was ich gesagt habe. Vergiss es bitte einfach, okay? Danke. Ach, guck ihn dir an, Alter. Guck mal jetzt, pass auf. Ich bin der Beste. Ich bin der Beste. Du bist ein kleiner Hut, du Bastard. Egal, 10 Kills, Leute. Wenigstens gehen wir zweistellig. Ich verstehe dieses Spawn-System. Ich habe das gerade gesehen. Er, hier genau, er. Er wirft die Semtex. Und ich spawn in seiner Semtex so gesehen. Und seine Blendgranate. Also das werde ich auch nie verstehen irgendwie in diesem Spiel hier. Alter, sind die alle oben jetzt oder was? Da sind sie. Mit Pump und Schild. Wahrscheinlich haben sie mein Video gesehen, Leute. Okay, es war gar nicht so lustig, aber ich fand es trotzdem irgendwie lustig. Alles kommt gerade zu mir. Ich wollte gerade aufstehen, aber ich war zu blöd, die Taste zu drücken, glaube ich. Mann, guck ihn dir an, Alter. Und dann, er heißt Daytime TTV. Ach, Twitch TTV sogar noch. Oh. Bruder, was ist denn hier los, Mann? Da haben wir jetzt gerade nur Glück gehabt, aber wisst ihr, was ich meine mit diesem Spawn-System? Ich spawn einfach in den Gegnern drin. Die haben gar keine Chance gehabt zu reagieren überhaupt. Aber Leute, seht ihr, was ich meine auch mit der Fennec, Alter? Dass die Fennec einfach nur übel ist? Dass sie einfach nur Spaß macht, ey? Die macht richtig Spaß, Alter. Ich sag's euch, Mann. Ha? Aha. Aha. Ey, ich muss sagen, tatsächlich, die Lobby geht gerade eigentlich. Ich hab's mir ein bisschen härter vorgestellt. Ich stell mich einfach nur zu blöd an, Leute, wirklich. Komm. Wie hätte ich so safe haben können, Mann? Uito. Ja. So, zeig mal her, wo kommt der denn jetzt her? Ach, die Fennec ist wirklich so eine Laserwaffe eigentlich. Also, für so kleine Maps wie Shoothouse oder auch wenn Chipman denn jetzt irgendwann kommt. Absolut brutale Waffe, Alter. Unschlagbar, das Ding. Ja. Ach, guck mal, er liegt sogar mit Schild auf dem Boden, der kleine. Alter. Aber ey, wir haben Spaß, Mann. COD macht einfach Spaß. Und ich sage euch ehrlich, ich freue mich endlich nach einer Woche mal wieder zocken zu können, Mann. Oder vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden zwar nicht positiv hier rausgehen, aber wir werden positiv damit rausgehen, dass wir in einer guten Lobby von Shaki ZM, ja, mit einer 1,3er KD oder sowas war das, glaube ich, muss ich gleich nochmal gucken. Wirklich, jetzt habe ich einfach vergessen, was ich sagen wollte eigentlich. Wir können einfach stolz sein, dass wir in so einer Runde gut überlebt haben. So. Aber am Arsch. So, wie gesagt, die Panic, Leute, die macht richtig Spaß. Die macht mir sehr viel Spaß auf jeden Fall. So, komm. Hit. Kein Hit. Camper. Ein Camper. Okay. Ich will einfach nicht darüber reden, Leute. Wirklich nicht. Hier, was soll denn das? Ich spawne, ich krieg irgendeinen Hit von irgendetwas. Bin schon gedamaged. Spawne. Gegner steht vor mir, Leute. Also, das Spawn-System in Shooters ist auf jeden Fall richtig bad, Alter. Ich hab grad so Hunger, Alter. Ey, ich bin so blöd, ne? Wir haben schon verbesserte Drohnen und ich gucke einfach nicht nach oben, Alter. Ich bin ein Camper. Ich liebe es so zu campen. Ich mach es Holy shitty, holy shitty. Ja, komm, wir gehen 30, 35 oder sowas bestimmt raus hier. Na. Leute, die Runde ist geschafft. Die Runde ist gemacht. Digga. Okay, wir sind zwar nicht 30, 35 rausgegangen, wir gehen 30, 51 raus. Ist ja fast dasselbe, wenn ich mal ein bisschen berechne. Dann kommt das trotzdem hin.
Ich hoffe, ihr habt trotzdem Spaß gehabt mit dem Video, Leute. Und ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Würde mich sehr freuen. Damit unterstützt ihr mich mehr denn je. Denn damit holen wir uns den Algorithmus zurück zu uns. Nach Hause in die Klatschi-Army, Leute. Let's go. Bis dahin. Euer Klatschi.